Nach dem Durchzug von Hurricane Irma machen sich die Menschen in Florida an die Aufräumarbeiten. Wie hier in Miami hat der Sturm viele Bäume entwurzelt und Häuser beschädigt. Von der befürchteten ganz großen Verwüstung ist der Süden des US-Bundesstaates aber offenbar verschont geblieben. Oh Mann, Gott sei Dank gibt es hier in South Beach keine größeren Schäden. Nur Äste, Bäume, keine Überflutungen, Gott sei Dank. Ich denke, wir haben das Ding echt gut überstanden. Aus Furcht vor dem Wirbelsturm hatten die Behörden in Florida eine der größten Evakuierungsaktionen der US-Geschichte angeordnet. Tatsächlich wurden mehrere Städte überflutet. 6,2 Millionen Menschen waren von Stromausfällen betroffen. Die Eigentümer dieser Yachten werden sich wohl ein neues Boot zulegen müssen. Dennoch heißt es aufatmen im Sunshine State. Der letzte Hurricane Andrew hat die Boote bis nach da hinten geschleudert, alle Boote aus dem Yachthafen. Dieses Mal ist kaum ein Boot bewegt worden. Es gibt Schäden, aber in einem Monat sind wir zurück. Auch andernorts kehrt Florida zur Normalität zurück. An einer der wenigen offenen Tankstellen in Fort Myers bilden sich zwar lange Schlangen, aber es gibt immerhin Sprit und das Leben geht weiter.